In der Wintervorbereitung bringen sich beim Bundesligisten Cashpoint SC Altach nicht nur die Spieler in Topform, auch das Stadion wird ordentlich aufgemöbelt. Neben der neuen Sitzplatztribüne wird ein neuer Kunstrasenplatz für bessere Trainingsmöglichkeiten verlegt. Das ist ein Flur mit 6 cm. Der Flur wird aufgebürstet, dann wird im Nachhinein ca. 1 bis 2 cm Krautsand rein. Das ist ein spezieller Quarzsand. Und der Rest, der 4 cm, da gibt es eine Füllung, die auch besteht aus verschiedenen Kunststoffen und dann ist der Platz noch bespielbar. Die reine Spielfeldfläche ist genau gleich groß wie der Hauptspielfeld, Rasenspielfeld, 100 mal 64 Meter. Das ist also auch die mindestens vorgeschriebene Größe der UEFA zum offiziellen Match drauf durchzuführen. Der neue Platz hat auch eine eingebaute Bewässerung zur Kühlung des Kunststoffes, damit sich die Spieler im Sommer beim Tackling nicht die Haut verbrennen. Die Mannschaft wartet schon sehnsüchtig auf den Kunstrasenplatz. Sie wollen momentan immer auswärts gehen und das ist natürlich eine Zusatzbelastung für die und sie warten heiß darauf, dass sie den Platz benutzen kann. In einer Woche sollte, insofern das Wetter mitspielt, der Platz bespielbar sein. Auch bei der Tribüne läuft alles auf Hochtouren. Ist alles im Plan, momentan im Zeitplan und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Rapid-Match am 25.02., das auf Sonntag verlegt wurde, die Klappsitztribüne benutzbar ist. An Ort und Stelle wurde eigentlich nur die Steher hinten, die 16 Meter hoch werden, gemacht und vorne das Fundament richtig betoniert und alles andere sind Fertigteile, die in der Halle, in der Firma vorgefertigt werden und dann antransportiert und montiert werden. Die Tribünenteile wiegen rund 16 Tonnen und müssen von der Baufirma dann im Schnabelholzstadion in Millimeterarbeit eingesetzt werden. Der Verein hat die Montage der Klappsitze übernommen. Das sind fast 2000 Klappsitze. Jeder Sitz 3 Schrauben zum Befestigen. Das gibt Vorarbeit von 6000 Löcher zum Bohren beispielsweise. Und das werden wir auch unbedingt, wenn wir das natürlich fertig bringen, bis zum Rapid-Match. Kurt Müller ist aber zuversichtlich, dass alles rechtzeitig fertig wird. Die Infrastruktur ist so fit, wir hoffen, dass die Mannschaft bis dahin auch so fit ist und dass wir die Punkte einfahren kann.